Willkommen zurück zu The Crew Wild Run mit der, ja, altbekannten Crew, Patrick, Panjo und Mr. Tico. Patrick wurde ja ganz schön gemobbt. So, folgender Status. Und zwar, wir betreten das nächste Summit Qualifier. Da können wir auch gleich mal schauen, welches das ist. Das ist nämlich das vorletzte. Das geht bis 24. Dezember. Vom 24. bis 27. ist noch eins und am 28. ist dann das Hauptsummit. Für das haben wir uns schon qualifiziert. Ihr seht ja, dreimal Bronze haben wir schon, also habe ich zumindest schon eingefahren. Und ja, das heißt, wir sind fürs Hauptevent den Summit qualifiziert. Das Ganze seht ihr dann nächste Woche. Wir können halt, wie gesagt, das ab den 28. Nee. aufnehmen. Aber dass wir da halt vorher noch ein bisschen Content haben, hier auf jeden Fall nochmal ein Qualifier. Da können wir ja noch ein bisschen Spaß haben. Ja. Und auf jeden Fall auch. Ein bisschen Spaß muss sein. Was ist das jetzt? Ich hoffe, ihr hattet. Das muss man, ich glaube, diese Folge kommt nach Weihnachten, deswegen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ja, ein besinnliches Fest. Ja. Frohe Weihnachten, yay. Hey. Was habt ihr denn so bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so für Geschenke habt. Ich verstehe gerade kein Wort. So, jetzt. Was ist das? Driften. Oh Gott. Boah. Wir hätten da abgehoben. Oh Gott. Ah, fuck. Die Straße gefällt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Oh. Ich muss meinen scheiß Nissan nehmen. Oh. Hast du gerade einen Abgang gemacht? Ich war das. Ich mag's nicht mit dem Nissan. Den habe ich extra nicht mehr genommen, weil er immer nur scheiße ist. Also ich habe mal schön Ford Focus wieder. Also der 5er geht viel besser zum Driften wie alles, was ich habe. Also die Straße geht mir ja mal gar nicht ab. Ich hasse den Nissan, ne? Alter, was ist das für eine Straße? Kannst du echt nicht driften. Diesen Wagen kannst du echt... Oh, ich fahr verleib... Oh, lol. Was hast du jetzt für ein Fahrzeug, Patrick? Ich habe auch den M5. Oh Mann, wie gerne ich jetzt lieber den M5 hätte, anstatt meinen scheiß Nissan. Lol. Aber ich habe hier noch ich hab auch ein gestelltes Fahrzeug. Ja, ich hätte auch gerne ein gestelltes Fahrzeug. Also der M5 ist echt gestellt. Habt ihr beides gestellt jetzt, oder was? Ja, wie findest du den, Patrick? Der lässt sich richtig leicht fahren. Richtig gut zu handeln eigentlich. Finde ich auch. Aber die Strecke muss man halt erstmal gut kennen, dass man weiß, wie man fahren muss. Ja, wir können sie auf jeden Fall nochmal fahren. Das ist das Thema. Nicht. Boah, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine echt coole Strecke, muss ich sagen. Weite Kurve. Lol. Super toll gemacht. Coole Strecke! Ja, das ist gut gemacht, aber du musst halt noch kennen. Man muss erstmal wieder in den. Ey, die Kurven, die sind echt geil. Die sind zwar. Ja. Find's auch nicht schlecht, ja. Die Kombo bricht zwar immer wieder ab bei mir gerade, aber die Kurven. Ich find mein Auto ziemlich schlecht. Lol. Ich krieg gerade irgendwie nichts auf die Reihe. Ja, ich auch nicht. Ich hab hier irgendwie einen Rennwagen. Die Straße geht in die andere Richtung weiter. Oh, du Sack. Das war ein scheiß Drift auf jeden Fall. Aber egal. Aber was sage ich? Der 5er ist nicht schlecht, oder? Ich hab zwar nicht backen gekriegt, aber es war ganz okay. Ey, guck mal, ich bin 585 Eventrang. What? Nice. Ich glaube, ich erst heute, oder? Ja, eben. Ah, nee. Ja. Ich hab eingestellt das Fahrzeug. Ich hab den ich hab den, glaube ich, den irgendwann mal gekauft, den Drift M5. Tekko, hast du richtig reingehauen, ne? Junge, Mann, dieser Nissan Skyline ist so ein ekliges Fahrzeug zum Driften, ne? Guck mal, sogar der Krabs spielt gerade. Krabs One ist online. Ja, aber wahrscheinlich eher Ghost Recon Dings hier. Nicht Ghost Recon, sondern hier Rainbow Six. Ja. Nissan Skyline. Skyline ist halt auf dem Allrad, ne? Aventador auch und der lässt sich super driften. Und ich muss den ja auch nehmen, ne? Ja, das Problem ist, der hat einfach so eine Lenkung. Der kommt ja extrem gut um die Kurven, muss man ja sagen. Aber er kommt zu gut um die Kurven. Oh nein, Berg. Ich stell mich immer so quer hin auf der Straße. Läuft bei dir, Patrick. Hast du es gesehen? Ja. Das war ein Wallride. Oh nein!
Scheiße! Weil du hier einmal an die Wand kommst, ist es vorbei. Yep. Ja, oh, Lord, was ist das? Das Problem ist, du verlierst dann leider die Combo, ja. Ja, auch wenn du die Straße halt verlässt, ne? Und die ist nicht sehr breit. Also ist hier, glaube ich, nicht so eng, die Straße. Nicht so eng wie das eine da, wo das Kack-Summit schlechthin, was wir da hatten, wo auch die Drag-Prüfung die eine dabei war. Jetzt habe ich mich gedreht. Scheiße. Ja, mein Wagen dreht sich halt auch immer ein bisschen zu doll, deswegen bricht die Combo ab, weil ich einfach nicht mehr vorwärts komme, sondern seitlich stehe. Nein. Aber bei mir leckt es halt auch ein bisschen. Ja, ne? Ein bisschen auch, aber es ist immer bei so Landschaften, da habe ich immer extreme FPS. Ja. Da bricht wegen der ganzen, wahrscheinlich wegen der ganzen. Wie so FPS-Flora, ne? Ja, ja, genau. Ich hab stabile 60. Jetzt war ich gerade richtig quer und den zählt er nicht. War er zu quer? Ich krieg meinen Wagen gerade gar nicht mehr unter Kontrolle. Ich habe auch das Gefühl, du darfst einfach nicht zu schnell fahren beim Driften. Kannst du die Kurve nicht nehmen, jetzt fliegst du da raus. Ja. Ich kann den Nissan echt nicht empfehlen fürs Driften. Aber ich finde, der Ford Focus ist gut zum Driften, aber hat noch etwas zu wenig Leistung zum Driften. Wir müssen das nochmal machen. Nein! Doch, ein Wir fahren immer, guck mal, werden. wir fahren Drift immer 10 Mal oder sowas und die anderen rennen. Weißt du? Wir können ja auch Drag immer fahren. Du kannst super. Ja, aber Drift, guck mal, bei Drift kann man sich halt leicht verbessern eigentlich. Eigentlich. Nein. Eigentlich, Tino. Guck mal, Teko, hast schon mehr wie das Doppelte wie vorhin. Kommst du nicht gut. Das machst du jetzt noch 3 Mal, dann bist du der Erste. Oh nein, ich hab mich verklickt. Bist ein Affe, du hast das mit Absicht gemacht. Nein. Danke, Mike, gucken wir das später. Ne? Ja. Ich bin jetzt schon Bronze, nice. Ford Focus RS auf Rennen brauchst du also, aha. Ja, den habe ich nicht verlinkt. Können wir gerne machen. Ja, habe ich nicht. Trotz des schlechten Scores bin ich schon in Gold jetzt mit Driften. 492 oder so. Ich habe gar nicht geguckt, was Position warst du? 492. Okay. Monster Truck. Warum kriegt man denn einen Nissan? Ich krieg einen Nissan. Ich krieg einen Abarth, nice. Ja, weil du gerade so gerne einen Nissan fährst. Oh, ich hasse Monster Truck. Abarth ist richtig gut. Oh, ich hab ja sogar einen Nissan, stimmt ja. Ich hab mir gleich einen Nissan Monster Truck getuned. Oh, das ist wieder eine andere Arena, ey. Ach du Scheiße, was hat die denn da für Schlaufen? Ja, das ist eine komplett neue, die kenn ich auch noch nicht. Fahr ja immer mal da so in die Schlaufen rein, mal gucken, was es da auf sich hat. Nee, das soll, die war schon mal. Nee, die war noch, die hab ich noch nie gespielt. So, hier oh, mit so einer Schlaufe? Das war das erste Summit. Im ersten Summit hatten wir doch die Anfangsarena. Malte! Boah! Leute, das ist, guck mal, da ist ein 5000er Patron. Nein! Die Arena kennt ihr. Ja. Wo ist denn der 5000er? Wieder da oben? Gerade gesehen. Ach ja, da, ach stimmt, ja klar, das ist der, wo du reinfahren kannst und dann in diesem Drome sozusagen hochfahren kannst. Ne? Die Heiner, wo ist denn der 5000er? In der Mitte. Hier muss irgendwo ein Eingang sein in diesem Drome. Da war doch letztes Mal auch ein Eingang. Wie, da ist keine Tür mehr drin. Das wird ein super Lauf für mich auf jeden Fall. Weil Patrick mich da runter geschubbt hat. Ey, bei mir bin ich drüber gesprungen, ne? Wie kommt man an den 5000er ran? Mit also du musst an den Looping hoch und dann Junge, kannst du da Mann, ich hab so ein Bettlag, was das Hochspringen angeht gerade. Wie den Looping hoch? Wenn du im Looping hoch fährst, ist in der Mitte, kannst du so ein, so eine... Ich weiß nicht, welchen Looping du meinst. Ja, an der Seite die Looping. Ha. Gibt zwei Stück. Ist ein Looping, der in einen anderen Looping übergeht. Wo du unten anfängst und einen, wo du oben anfängst. Und den, wo du unten anfängst, in der Mitte ist so ein Ding, wo du an die Seite hochfahren. Ganz vorsichtig, kann. Tino, jetzt hier. Nice. Das wird aber keine gute Runde, muss ich sagen, für mich. Ach, und jetzt kannst du hier hochfahren. Ah.
Aha. Ah, ich bin, hab den 5000er, nice. Geh weg. Boah, Alter, jetzt hab ich gedacht. LOL, ich hab ihn. Ich habe eine so beschissene Punktzahl, ja. Also es ist echt. Garina gefällt mir aber auch nicht so gut. Ja, die ist eigentlich ganz cool. Nur es gibt hier so viele verschiedene Wege und ich. Ich muss sagen, der gefällt mir in dem Sinne, man kann Looping machen, ohne dass das die Front direkt wieder abhebt. Und eigentlich hab. Oh, wenn man nicht so behindert fahren würde wie ich gerade, dann könnte man auch gut Punkte machen. Alter Mike, wo hast du schon wieder diese gescheiß Punkte her? 24.000, Junge. Ja. Wo bist du lang gefahren? Ja, wieso dreht sich mein Auto nicht auf diese. Oh Gott. Das war echt mies, aber ich hasse auch Monster Truck, also das fahre ich auch nicht nochmal. Das ist echt. Ich finde das behindert, ey. Sinnlose hier rumgegurke. Könnt ihr nicht einfach eine Strecke machen, die mal abfährt? Ja, ich hab's total abgeschlossen. Ja, wegen mir 2000. Ah, gucken wir mal, wo ich bin. 1400. Das geht voll fit. 300. Warten auf Uleiter. Ja, 934. 360, das ist doch schön. Ja. So. Achso, bin ich Gold. Silber. Boah, ich weiß, wollen wir nochmal. Okay. Oder? Was ist das? Zeitangriff. Mhm. Packen wir noch, oder? Mit Performance, ja. Oder was ist das? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Werden wir noch sehen, entweder können auswählen oder nicht. Nissan, wieso kriege ich bitte einen Nissan? Rally Kompaktwagen. Na, weil du da hast du aber den Nissan. Ja, habe ich auch. Junge Mann, ich krieg ja nur Nissan. Das ist das Nissan Summit für mich. Ja, Kompaktwagen. Ja. Nissan ist dein Freund. Oh, hier regnet's aber leicht. Ja. Ich hab einen Ruf. Auf Rally. Wie, ich hab einen Ruf. Ja, er hat einen Ruf. Ja, super, ey. Auf Rally, das ist scheiße. Dieser Wagen ist so eklig hässlich, ne? Und er ist halt ziemlich schlecht. 650, ey. Tino hat auch so einen Scheißwagen. Ne, ich hab einen gestellten. Ja, der ist sogar besser als meine, oder? Ja, Tatsache. Warum ist der besser als deiner? Ja, weil ich halt so einen Kack-Geländewagen habe. Den ich mir damals immer geholt habe und nie aufgetunt habe. Ich fahre aber auch Gelände nicht so gerne. Das ist Rallye. Also, ja, oder Rallye. Ist für mich alles dasselbe. Junge, hier hat mir echt FPS-Einbrüche. Also, hier ist echt heftig mit den FPS durch den Regen und durch die Wolke. Oh, Auto! Oh, du Penner, ey. Ja, schieb die mir halt in den Weg. Das ist wieder Wasabi-like, ey. Stell dir wieder alles hier im Weg, ey. Oh lol. Oh lol. Kollision eigentlich an? Nee. Doch, mit den Bäumen hab ich grad gemerkt. Patrick, da war ein Stein. Patrick, was ist denn los mit dir? Ich stand hier so ein bisschen rum. Junge, ich komm den scheiß Berg nicht hoch. Ja, frag mich mal, ey. No PS. Also mein FPS ist wirklich heftig hier drin. Ja, das ist echt eklig. Oh lol, das ist das Ziel schon! Jawoll! Jawollo! Leute, da war einfach schon das Ziel. Ich dachte auch, es geht noch weiter. War aber mickrig die Strecke, oder? Ja. Können wir noch einmal fahren, wenn wir wollen? Ja, lass mal machen. Vielleicht geht von der Zeit aus. Platz? Oh, 2200, ey. Passt das von der Zeit noch? Ja, machen wir noch einmal schnell. Jetzt muss erst alles durchlaufen bei mir. Mhm. Der ist eigentlich super easy, ne? Ja. Nur die Autos sind zu langsam. Wir haben halt echt die Kackautos hoch 10 bekommen, ne? Hoch 10? Hoch 10, ja. Also der Ford Focus ist nicht schlecht. Nö. Ist also nicht. Wenn es auf richtiges Gelände geht, ist ja gut. So war es jetzt eher nicht so, weil er nicht so viel. Wie viel hat denn deiner, Mike? 1270. Ja, aber verstehe ich nicht, ey. Das merkst du kaum, finde ich. Nö, merkst du auch nicht.
Gut, der geht ein bisschen schneller, aber ansonsten. Ich denke, du hast gerade verschalten. Ich bin gerade. Das ist das Auto, das ist einfach kacke. Vorsicht! Boah! Boah! Oh. Du, da ist eine Kurve, da musst du lenken. Boah, ey, man. Durch diese FPS-Einbrüche. Ja, toll, Patrick, nice! Sah gut aus, kann man nichts sagen. Deine. Da ist ein da schöner Stein gewesen, hast die Weiche. Nette sie bitte. So, fahr du lieber mal bergauf hier. Techno. Aber dein Porsche geht ja echt scheiße bergauf. Sag ich ja. Nein! Ich komm von dir! Lol. Lol, ich war gar nicht im Ziel. Patrick! Oh, nice. Ich bin da, wo ich vorhin durch die Bäume geschwungen bin. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. 9, 8, 7. Jetzt müssen wir wegen dir warten, ey, weißt du? 3, 2, 1. Tschüss, Patrick. Verkackt. Sehr gut. Nicht kann er. Nicht kann er. Hab ich mich verbessert wenigstens? Halbe Sekunde, super. Na gut, in diesem Sinne, meine lieben Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall das Däumchen nach oben da. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr schönes zu Weihnachten gekriegt habt. Wie am Anfang schon gesagt, schaut bei den anderen vorbei, ist in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Bei mir steht Event Rang 1, ne?